Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13 Reloaded mit dem Chemnitzer FC. Ja, FM 13 um 12 Uhr? Ist da nicht sonst donnerstags FIFA angesagt? Ja. Ja, da gab es momentan leider ein paar Probleme. Ihr habt es sicherlich gemerkt, in den letzten FIFA-Folgen war es ab und an mal ein bisschen unsynchron. Das lag ja daran, habe ich in der letzten Folge vor allem mich darüber aufgeregt, dass die Framerate da extremst eingebrochen ist und dadurch ist ein Stocken gerät und ich dadurch die Aufnahme kurz unterbrechen musste und wieder anmachen musste und dadurch, weil ich den Ton separat mit Audacity aufnehme, ist es ein bisschen verwackelt und so an manchen Stellen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich hinzukriegen, aber es ist natürlich eine ganz große Schwierigkeit, da steckt eine Heidenarbeit hinter. Weil ich zum Aufnahmezeitpunkt, am letzten Wochenende nämlich, nicht mehr so ganz hinbekommen, alles nicht mehr so ganz hinbekommen haben mit FIFA. Ich arbeite zumindest damit bei der Aufnahme, dass es irgendwie besser wird. Hier, wir haben Tipps eingeholt von den guten Leuten. Deswegen gibt es heute einfach mal zwei Folgen und FIFA geht es natürlich ganz normal am Samstag und Sonntag um 12 Uhr weiter heute. Also zwei Folgen FM, freut euch drauf, jetzt um 12 und später um 15 Uhr natürlich wie immer FM 13. Von daher heute also das Spiel gegen Unterhaching, gegen den Tabellen 16. Da muss natürlich wieder ein Sieg her, vor allem nach dem letzten, nach dem ja nicht peinlichen 0:0. Nicht peinlich 0:0 gegen Stuttgart, sondern eher recht unrühmlich 0:0 bei der zweiten Verredung von Stuttgart. Jetzt geht es gegen Unterhaching, haben am zweiten Spieltag 1:1 geholt. Nach 1:0 Rückstand heute sollten wir also gewinnen. 16. sind die bloß, aber die greifen hier mal ganz verrückt an. Fabian Götze sieht eine Lücke in der Chemnitzer Verteidigung, startet durch. Riederer verkürzt geschickt den Winkel und kann den Versuch eines Hebers problemlos fangen. Nächste Chance, Leute, hier, wacht mal auf. So geht das aber nicht, Leute. Bichler passt genau in die Schnittstelle von außen. Jetzt Chemnitz mit der ersten Möglichkeit, 20. Minute. Das war gleich ein Riesending, aber ja, Förster wird wegen Abseits zurückgepfiffen. Aber er steht eigentlich davor. War eine Fehlentscheidung. Also schöne Kombination ist vom CFC. Dabei kommt über gefühlte 23 Stationen zu Anton Fink, der den Ball aus 11 Metern am Tor von Kobian Müller vorbeihaut. Und da steht es 1:0 für Chemnitz. Jawohl! Kolja Pusch macht sein erstes Tor im Profibereich. Marc Hensel legt für Push auf und der bisher unauffällige Mittelfeldspieler hämmert die Kugel vom Innenpfosten ins Tor. Sauber, Kolja. Der entwickelt sich ja hier einfach prima momentan. Ganger von Haching mit Ruppiger, jetzt verletzt sich Yannick Haberer. Ich liebe diesen Song. Michael Marinkovic kommt für Yannick Haberer und nochmal Chemnitz jetzt, 33. Hummels verursacht unbedingt einen Eckstoß gegen seine eigene Mannschaft. Super. Ecke. Push bringt die herein. Förster wischt das wieder nach einer Ecke mit dem Kopf. Das Spielgerät fliegt aber knapp über das Tordreieck hinweg. Schade. Benny Förster hätte das nächste Tor machen können. Pfeffer mit einer schönen Ballrunde im Mittelfeld. Also zu Hause mal wieder eine 1:0-Führung. Das ist super. Das tut gut. Das Spiel ist hier pünktlich zu Ende. Also das erste Spiel. Die erste Halbzeit natürlich. Halbzeitansprache. Verlieren wir das nicht mehr, Leute. Spielergespräche, Riederer hat wieder gut gehalten heute, meine Güte. China auch wieder klasse. Auch Le Beau mit einer guten Leistung. Gucken wir nach, Push natürlich, ganz klar, da muss ein Lob her. Und ja, Gabo Pfeffer vor allem kriegt eine Motivation. So, China muss bis an der Fitness noch arbeiten. Und Le Beau auch. Ansonsten kriegt noch, ja, Landeka eine Massage und dann geht's ab in Hälfte 2. 1:0 erstmal verteidigen, wenn es geht, kontern. Aber jetzt kommen die Hachinger erstmal. Michael Marinkovic lässt auf rechts Landeka aussteigen, zieht ab, doch Riederer ist da und wehrt den Ball im kurzen Eck ab. Gute Parade heute von Riederer, aber trotzdem suche ich doch eher noch einen konstanteren Torhüter. Jetzt nächste Chance, Chemnitz, aber Glanzparade von Corbinian Müller. Fast die Entscheidung, Pfeffer sucht Gabuschewski, trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unter gelangt die Kugel dennoch zu diesem. Der bisher ohne Pflege mit 4 kann den Ball trotzdem stoppen, scheitert schließlich mit einem Flachschuss. Am glänzend regierenden Müller. Pfeffer zieht aus 18 Meter Knaller ab. Müller hat zunächst seine Probleme, bekommt das Leder im zweiten Versuch, aber dann doch zu fassen. Maximilian Welsmüller kommt jetzt rein für Mario Erb. Erb auch ein ehemaliger Bayern-Spieler. Und dafür das 2:0, jawohl. Benny Förster und Vorlage Keuer-Push, der ist am Mann des Tages. Die Stürmer des CFC kreuzen ihre Laufwege, genau das sollen sie machen. Push spielt genau die sich bietende Schnittstelle auf Benny Förster, der Müller aus 9 Metern keine Chance lässt. Sehr schön, 2:0. Jetzt gibt es den Wechsel und jetzt gibt es den ersten längeren Einsatz für Prokop auf der rechten Seite.
was er ja üben soll. Und deswegen kriegt er das heute auch in der 6-6 Minute. Steffen Prokop, gute Chance, Hänsefluss mit einem langen Ball. Förster anzuspielen, noch der steht im Abseits. China wegen Grundfaulspiel zieht jetzt die gelbe Karte. Das ist natürlich sehr unnötig gewesen von ihm. Muss natürlich nicht sein, sowas. So. Mitch Apau kommt rein. Und wir bringen jetzt mal wieder Hasaime rein. Heute kriegt er mal einen Einsatz mit Note. Für China. Also den Hasaime, den will ich mal sehen, ob der ganz gut was taugt, ne? Nur deswegen setze ich den jetzt mal öfter ein. Kevin Konrad braucht eine kleine Pause. Der hat ein kleines Formtief hinter sich. Der muss sich wieder reinkämpfen. Schon wieder Gefahr für Haring. Hänsel läuft in Position und versucht es mit einem Gewaltschuss aus der Distanz. Jonas Hummels ist doch da, jedoch da und kann den Ball ablenken. Eine Ecke von Koya Pusch prüft Förster Keeper Müller. Also jetzt mittlerweile scheint die Führung auch verdient zu sein für unsere Chemnitzer. Die drücken jetzt hier weiter auf das 3-0. Äußerst einseitige Partie. Haring hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch einiges höher ausfallen. Mögliche Verletzungen, Kevin. Eieiei. Pusch zieht im Mittelfeld einen Sprint an. Fasst sich an den Oberschenkel. Nein, der Schüttel kurz drauf, versucht weit zu treten. Ah, verdammt nochmal. Oberschenkelzerrung. Aber okay, es ist Winterpause. Die Winterpause ist fast erreicht, der wird bald wieder da sein. So, jetzt kommt natürlich mal Kegelhilfe rein. Ohne Wenn und Aber gibt es den anderen. Gucken wir jetzt auf die Tabelle. Und wieder wird es nicht reichen, denn die oben gewinnen. Und Wiesbaden ohne Ende. Leipzig anscheinend nicht. So, Michael, der wurde gerade eingewechselt, diskutiert gleich. Den mal in Abschnittstimme moniert hat. Und also der hat ein lautes Mundwerk, der Kegel. Der ist nicht mal eine Minute auf dem Platz, holt eine gelbe Karte ab. Ja, so ein Vollidiot. Möglichkeit für Chemnitz. Schöne Flanke von Gabuszewski, aber der Kopfball von Fink geht meilenweit am Tor vorbei. Spiel dürfte gelaufen sein. 2-0 Vorsprung, ja, werden sie nicht mehr aufholen. Und das sieht auch ganz danach aus. So ist es. 2-0 Sieg gegen Haring im letzten Heimspiel des Jahres. Das ist toll, so können wir unseren Fans noch was bieten. Aber ja, wir bleiben auf Platz 4 hängen erstmal. Jo, da haben wir es also mal wieder. 2-0 Sieg gegen die Sportvereinigung der Haring. Oder Spielvereinigung. Bester Mann heute Kolja Pusch, der leider sich noch verletzt hat. 12 Tage fällt er aus. Das letzte Spiel des Jahres kriegt er nicht mehr mit. Aber okay, soll er sich erholen. Seine Form halten hoffentlich. So, Hasaime mit einer 3,5 immerhin. Das ist doch gut. Sein erstes Spiel mit Note immer wieder. Ach, das ist doch nicht sein erstes Spiel gewesen. Der hat schon mal ein Spiel gespielt für Chemnitz. Guck an. In der letzten Saison. Ah, ja, gut. Sein zweiter Einsatz aber in dieser Saison. Jetzt hat er wieder eine Note gekriegt. Also freut mich für ihn, dass er wieder jetzt langsam wieder reinkommt. So, dann Steffen Prokop. Rechtes Mittelfeld. 2,5 Note. Gute Leistung gebracht. Ist doch in Ordnung. Torschützen heute Pusch und Kol und Förster. Wunderbar, läuft doch alles hier wieder. Statistiken, schauen wir mal rein. Vorspieler des Spiels. Wieder unter 6000 Zuschauer, meine Güte. 9 zu 5 Chancen, also Haring hat auch seine Chancen auf jeden Fall. Ergebnisse, schauen wir rein. Chemnitz Haring 2-0, Dortmund 2. und Osnabrück, das ist unser nächster Gegner, 2-3. Darmstadt gegen Stuttgart 2-2, Hansa gegen Elversberg 3-0, Saarbrücken gegen Kiel 1-1, Stuttgarter Kickers gegen Wiesbaden 1-4, Hallescher FC gegen Rot-Weiß Erfurt 1-1, Münster schlägt Leipzig 2-0, jawoll. Und Duisburg gegen Burghausen 2-2 und Regensburg gegen Heidenheim 1-3. Heidenheim gewinnt also auch schon wieder. Wir sind aber jetzt ja 3 Punkte hinter dem Tabellenzweiten, 4 Punkte hinter dem Ersten. Gegen die spielen wir natürlich alle nochmal, also es ist noch lange nichts vergessen, noch lange nichts verloren hier. Es wird nochmal richtig spannend im Kampf um die Aufstiegsplätze natürlich. Die Mannschaft hat sehr viel Sicherheit ausgestrahlt. Die Stürmer sind sehr weite Wege gegangen und insgesamt hat die Mannschaft eine kompakte Leistung abgeliefert. Jawohl. Spieltagsstatistik. Kolja Pusch in FSH als Stürmer. Ja, ihr könnt ja schon mal sagen, so als ja, Finanzspritzenhilfe, was soll ich am besten machen, um hier wirklich nicht allzu sehr ins Minus zu gehen? Soll ich doch nochmal einen großen Kredit aufnehmen, mit dem wir lange leben können? Oder doch lieber so lassen und versuchen, mit so wenig Neuzugängen wie möglich zu arbeiten? Das ist natürlich die große Frage jetzt. So, was haben wir hier? Manager-Level, sehr schön. Auf Manager-Level 2, also jetzt gestiegen, super. Also, Koya Pusch fällt aus, wahrscheinlich Zerrung, okay. Neuer Manager-Level, jawohl, Strafrecht Verletzung, haben wir gewusst. Mannschaft der Woche, Koya Pusch, Sponsor bezahlt Siegprämie, super. Und eine Golf-Challenge. Ja, von mir aus finde ich eine Niederlage, alles klar. So, ja, wie gesagt, weil das sieht ja ein bisschen eng aus und wir wollen uns ja ein kleines bisschen verstärken. Müssen wir auch.
Vor allem in der Verteidigung und im Torposition. Aber für den Rest der Saison sieht das Ganze hier momentan ja richtig, richtig mies aus. Also, boah. Da ist natürlich die Frage, das Geld reicht nie und nimmer bis zum Saisonende. Wie behelfen wir uns da am besten? Reserve haben wir 1 Million übrig. Okay. Vielleicht sollten wir die ja erstmal benutzen. Vor allem bei Sonstiges, weil wir ja Trainingslager ein bisschen was brauchen. Probier einfach mal jetzt hier aus. Dass wir da 100.000 bis ins Plus kommen. Was haben wir? 230.000 erlaubt er mir. Wir haben mit 225.000 schon hochgepowert. Boah. 250. Dann machen wir das hier. Dass wir die da reinfeuern. Oder so eher, ne? So 200.000, dass wir hier nochmal 50. Das bringt auch nichts. Dann lieber ein Sonstiges, dass wir da die das alles bezahlen können, da. Budgeterhöhung bitten, akzeptiert, jawohl. Jetzt sind wir bei Sonstiges ja ein Plus von 33.000. Da können wir uns wenigstens das Trainingslager wieder leisten. So, aber warum die Reserve jetzt so abgekackt ist, weiß ich nicht. 100.000 nur. Eigentlich hat man doch gerade 1 Million noch übrig, aber okay. So, Bargeld bleibt da, ist klar. Privatvermögen. Ja. Ich meine, was soll ich mir hier groß noch kaufen? Wir gehen nochmal Golf spielen gehen hier, um es zu verbessern. Familie. Ich kann mir so ein kleines Apartment kaufen erstmal. Obwohl, nee. Ich wohne auf Miete. Ja, ich kaufe mir ein Apartment. So. Auto, Hyundai. Was habe ich noch übrig? 4.000 Euro, nee. Gut, also ich wohne erstmal im Apartment. Wohnen wir mal Pause mal im Apartment, das sollte gehen. Und dann werden wir das demnächst unser Privatvermögen mal reinfeuern. Können wir unsere Sponsoren bitten nach Geld? Sponsoring. Unseren Hauptsponsor. Erstmal Meet and Greet können wir machen. Mit... Na, mit unserem Star eigentlich, schlechthin. Anton Fink, wo ist er? Wo ist er denn? Ach da, Anton Fink, da, zack. Und dann können wir vielleicht mal um Geld bitten. Na, Freikarte können wir ihn auch noch anbieten. 500. Dann sagen wir, haben wir nicht so viele Zuschauer im Stadion. Sagen wir mal 250 Freikarten kriegt unser Hauptsponsor hier heute. Fürs nächste Heimspiel. Das ist ja gegen Regensburg erst im nächsten Jahr. Und dann ist er vielleicht mal glücklich und dann können wir vielleicht mal ein bisschen um Geld bitten. Sponsor bekommt ihr bitte nach, sie können 6.000 Euro. Oh, ich bin begeistert. Ja, dann hauen wir das alles auf Sonstige rauf, dass wir uns Trainingslager vernünftiges Mädchen leisten können. Sponsorenkampagne können wir natürlich nicht machen. Namensrechte. Stadion an der Gelderstraße, das können wir natürlich auch nicht verkaufen irgendwie. Sponsorenpyramide, ja, da ist natürlich gerade momentan nichts. Vereinszentrum in der Stufe 4 aufbauen. Dass wir nochmal Nebensponsoren kriegen können. Wohl gucken, können wir mal gucken, was Vereinszentrum so ist. Vereinszentrum, da haben wir es. Stufe 4, oh, das kostet so viel. Also ein, weiß nicht, wie wir es machen können. Also ihr könnt ja mal ein paar Tipps reinschreiben. Ich werde das ja dann frühestens erst Donnerstag lesen können. Mal gucken, am Freitag werde ich, ja. Schreibt am besten heute gleich hier, heute in dieser Folge oder in der nächsten Folge auf jeden Fall unter, was ihr meint. Nochmal einen großen Kredit aufnehmen oder irgendwie so durchmogeln. Das wird natürlich sehr, sehr, sehr schwer werden. Weil wir uns, wie gesagt, auch verstärken müssen. Und halt ein bisschen ins Minus gehen dann dadurch. Also das ist natürlich ganz, ganz schwierig momentan für uns. Weil wir halt einen klammen Club haben. Ist, wie gesagt, die Frage, ob wir dann einen ganz fetten Kredit aufnehmen. Über 2, 3 Millionen oder so. Und den dann irgendwie abstottern. Und Hauptsache, wir haben erstmal das Geld so in der Hand. Und dann können wir, ja... uns was aufbauen, vielleicht für die zweite Liga auf jeden Fall. Ansonsten, ja. Müssen wir im Wochenverlauf erstmal weitergehen, natürlich. Osnabrück, das haben wir, das Hinspiel 2:2, das war das erste Spiel. Dann haben wir noch 0:2. Ja, haben wir gesehen. Habt ihr gesehen, wer es wurde? Könnt ihr Stopp machen. Auf jeden Fall gibt es uns wieder Gamer hier. Musik drin, Musik drin. Ne, wisst ihr ja. Labor Training ist hier erreicht, wunderbar. Meet and Greet ist auch schon abgeschlossen. Scouting abgeschlossen, also hier geht ja einiges jetzt.
VfL Osnabrück und das Hauptspiel heute, das Ostduell zwischen RB Leipzig und Hallesche FC. Burghausen gegen Münster und Osnabrück gegen Chemnitz. Osnabrück zurzeit nur 10. So, Pusch kann nicht spielen. Für ihn kommt dann natürlich Mike Hegel die Partie. Und dafür kommt dann auch Makarenko wieder in den Kader. China hat zuletzt gut gespielt, deswegen bleibt er auch erstmal drin in der Elf. Ansonsten wird hier nichts verändert. So, Zino und Zampa auf der Transferliste. Stärke 61 jetzt sogar. Ist ja echt ein Ding. So, ist gerade abgeschlossen. Hose. Und wie gesagt, für die zweite Mannschaft wäre er vielleicht was im nächsten Jahr. Da können wir vielleicht schon mal anfragen. Einfach so mal. Für nächstes Jahr. Kaufangebot. Den Spieler momentan nicht abgeben, weil man ihn so wertvoll ist. Okay, Meet and Greet. Wir fanden es sehr spannend, Anton Fink persönlich kennenzulernen. Ihr Status beim Sponsor ist gestiegen. Super. Lebo, euch Trainingsziel. So. Trainingsziele, Lebo. Flanken. Hat er sich gut verbessert? Halt. So. So. Aber. Ach Quatsch. Zweikampf geht nach ganz oben. Auch so kommt dann auch erst. Genau. Obwohl Ausdauer zuerst. So. Okay. Scouting abgeschlossen. Jetzt für Dejan Bosic. Der war ja von Freiburg. Da ist er jetzt auf Stufe 10. Ein Stürmer. Kann man auch mal im Auge behalten, obwohl es auch nicht so doll ist, der Typ. Obwohl, ne. Den schmeißen wir raus. Der taucht nichts. Also für unsere Zwecke ist der nicht gut. Fentige zur Verfügung. Okay. Konrad Janocha. Ach ja, das war ja der. Was war denn letzter mit? Trainingsziel erreicht oder wie? Hab ich geguckt. Ja, okay. Ja, noch natürlich. Trainingsziele. Ach Gott, ich böse Schwein. Hab dir noch keine Trainingsziele gegeben. So, Zweikampf muss er sich natürlich verbessern. Robustheit auf jeden Fall auch. Und ansonsten, na, kurzer Pass noch schlecht sonst bei ihm. Und dann, ja, muss er natürlich, wie gesagt, noch sich verbessern da drin. So. Das war's dann mal wieder für heute. Nächstes Mal dann also mit dem Start in die, mit dem letzten Spiel und dann mit dem Start in die Winterpause. Die werden wir nächstes Mal sicherlich planen. Und dann, ja, liebe Leute, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.